Und hallo und willkommen zurück zu Path of Sin, Greed im Englischen oder Gier im Deutschen in der Sammeledition. Ich muss noch mal ein paar Beweise checken jetzt gerade hier. Schlaftabletten, hier haben wir ein Hemd, das vernichtet werden sollte, und Ehringe, passt nicht da rein. Eine Whiskyflasche? Zwei Brüder trafen sich, um den Verkauf des Unternehmens zu besprechen. Vielleicht hatten sie einen Streit, der schlecht endete. Okay. Hat etwa den Bruder getötet. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal... nicht? Schlaftabletten gehören... das gehört ja eigentlich nicht rein. Der Passfehl von Patricia. Das Hemd. Ich weiß nicht, also müssen wir nochmal checken. Ich will das schon mal reinpacken, um zu gucken, ob das passt, aber naja, passt nicht ganz. So, das gehört da wahrscheinlich hier rein. Oh, was haben wir denn da gefunden? Okay, 1 von 2, natürlich. Hier war sonst nichts mehr, ne? Natürlich. Eine Plakette fehlt. Das können wir jetzt mal abgeben. The evidence you found suggests that Edward was probably the last person who saw Henry before he was killed. Right now, he's our prime suspect. We should interrogate him immediately. Find him. I'll join you when I finish securing the crime scene. We don't want to miss anything here. Take this. I found it under the couch. It might be useful. Okay. Was können wir hier einsetzen? Es fehlt eine Dekoration auf der Plakette hier. Okay, da haben wir das zweite Schubladenemblem. Ventil habe ich jetzt hier noch. Figuren. Oh Mann, das ist echt eine Schnitzeljagd. Hier können wir noch mehr machen. Flur, Wasserstoffsäure. Kann ich die hier benutzen zufällig? Nein. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen was machen, aber ich glaube eher nicht. Wäre zu einfach. Können wir hier noch... wir müssen den Handabdruck bekommen, ohne die Leiche zu bewegen. Können wir das machen mit... dem hier? Nein. Fluorwasserstoffsäure, ich weiß gar nicht. Säure wäre schwierig. Wir müssten eigentlich Asche oder sowas nehmen. Das wäre nicht schlecht. Streichhölzer. Bandspule. Ich bin aber gefragt. Wir bräuchten Pulver irgendwie, ne? Hier kann ich noch was machen. Ich könnte das Gas abstellen, wenn ich ein Ventil hätte. Hier ist ein Ventil. Okay, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Die Murmeln sind immer noch heiß zum Anfassen. Fluorwasserstoff? Nein. Ich würde hier gerne... nee, Stickstoff bis hier drauf. Wie mache ich denn das? Anfassen kann ich es gerade nicht. Ich muss was haben zum... zum Mitnehmen. Fluorwasserstoff. So, wofür kann ich die gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas zum Wegätzen vielleicht, ne? Wenn das Sensor ist. Ich weiß nicht genau. Arbeitszimmer und hier. Da brauche ich ja nicht mehr hingehen eigentlich. Das ist nur hier. Da brauche ich... ist abgeschlossen. Okay, einen Griff habe ich noch. Wofür kann ich den Knauf gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Ein Kabel habe ich noch, um irgendwas zu machen. Ich kann hier auch noch irgendwas machen. Ich könnte den Hocker anheben, wenn ich einen Hebel hätte. Ein Hebel... okay, ich habe hier noch 2 Schubladengriffe. Hier werden vor kurzem geraucht. Ne, das passt nicht. Ich kann das noch nicht anfassen, es ist zu heiß. Aber Murmel, das sieht eigentlich aus wie ein Schloss und ein Knopf hier, muss ich zugeben. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich jetzt machen soll hier. Fluorwasserstoffschublade. Ich kann hier nichts mehr machen. Ich muss das Zeug hier rausnehmen. Da oben brauche ich ja nicht mehr reingehen. Was haben wir denn hier noch? Eine Figur? Ein Silberknauf, wofür ich nicht brauche, weiß ich nicht. Fluorwasserstoffsäure und Schubladenemblemgriffe.
Und ein Kabel habe ich hier noch. Muss ich nicht irgendwas reparieren? Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich bin hier, ich müsste... Ne, hier bin ich ja gerade. Arbeitszimmer. Kann ich denn im Arbeitszimmer noch irgendwas machen hier? Schloss öffnen. Ach so, hier. Ich bin auch doof. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier einen Hockerhebel und einen Brieföffner. Es sieht so aus, als hätte Mark eine Liste seiner Aufgaben für heute gemacht. Um eine Liste zu erstellen, füttere Edwards und Grace Hund, repariere Henrys Modelltisch, repariere Patricias Schminktisch, bewässere meine Wachhauspflanzen. Er kümmert sich um die Hinterhofpflanzen. Könnte ein Hinweis sein. Ja, wer kümmert sich um die Hinterhofpflanzen? Keiner. Gucken wir uns mal an. Waren die nicht hier oben? Oh. Ich habe einen Brieföffner hier. Kann ich mir den Brieföffner hier rausholen? Ne, kann ich nicht. Ich muss hier irgendwie an die Sachen rankommen, aber ich bräuchte irgendwas zum Anfassen. Nur noch heiß zum Anfassen. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin verwirrt. Der kümmert sich um die Hinterhofpflanze. Achso. Füttere Edwards und Grace Hund. Repariere Henrys Modelltisch. Sollte das Dings nicht machen, den Modelltisch reparieren? Patricias Schminktisch? Wer benutzt den Schminktisch? Hier, Patricia. Der Hund gehört den beiden. Er müsste doch eigentlich die Pflanzen machen und du müsstest den Tisch machen. Hier, das sollte mir helfen, über die Insel zu navigieren. Okay, so ist richtig rum. Jetzt habe ich geschmiedete Schlüssel. Okay, jetzt kann ich hier hingehen. Komme ich irgendwie dran mit dem Brief? Nee, kann ich nicht. Wie kann ich das da rausholen? Der Knauf bringt mir hier auch nichts. Ich muss eigentlich... Diese Wasserstoffsäure bringt mir nichts hier, ne? Ich würde die gerne drauf schütten, aber das geht nicht. Ich wüsste auch nicht... Eigentlich Säure ja was zum Wegätzen. Ich bin verwirrt. Kann ich die mit dem Kabel hier rausziehen? Kann ich. Dieser Knopf könnte während des Kampfes in die Feuerstelle gefallen sein. Nun muss ich herausfinden, wo er herkam. Den Knopf. Wer hat Edwards Bruder getötet hier? Das passt doch nicht rein. Das passt auch nicht. Bin verwirrt. Der Knopf könnte derjenige sein, der am Regenmantel fehlt, aber ohne den Regenmantel zu vergleichen, habe ich keine Gewissheit. Ich muss also den Regenmantel jetzt finden, okay. Wir müssen hier noch weiter suchen. Interessant. Aber hier draußen, ne? Oder sehe ich das falsch? Da brauchen wir nicht hingehen. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Hier kann ich nichts mehr anklicken. Der Regenmantel. Achso, warte mal. Habe ich denn nicht den. Das Foto? Achso, das sind die Sachen, die ich hier. Da. Da fehlt ein Knopf. Der Eindringling wusste, wie man den Überwachungsraum, in den Überwachungsraum kommt, um die Beweise zu entfernen. Er trug einen gelben Regenmantel mit einem fehlenden Knopf. Jemand hat das Bandarchiv durchgesehen und es scheint, dass sie gefunden haben, wonach sie gesucht haben. Ich weiß von deinem Plan, wir müssen reden, bevor das hier außer Kontrolle gerät. Bitte triff mich heute Abend, ich warte vor meinem Schlafzimmer auf dich. Mark wollte sich mit einem der Bewohner treffen, aber warum? Was war so wichtig, dass sie sich heimlich treffen mussten?
Henry, wenn du deine Frau wiedersehen willst, war sie 10 Millionen Pfund, ja. Ein Bild von Henry und Patricia. Die Ohrringe, die sie trägt, passen perfekt zu den Ohrringen im Garten. Patricia war entweder in den Mord verwickelt oder war Zeuge, was immer passiert ist, ja. Und das Brudertreffen hier. Es gibt Beweise, dass Mark nicht alleine war. Kurz bevor er starb, Henrys Frau Patricia könnte dort gewesen sein. Sie könnte Zeuge des Ereignisses gewesen sein. Die Zigarren waren noch frisch. Wer sich mit Henry getroffen hat, hat sie zusammen mit ihm geraucht. Er scheint so, als hätte jemand einen teuren Whisky auf dem Balkon getrunken. Das Eis war noch fest, also ist es noch nicht lange her. Es ist so, als wäre der teure Whisky Henrys Geschenk an Edward, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und es ist so, als wollte Henry seine Firma an Dritte verkaufen. Edward und Richard waren ohne Arbeit wären ohne Arbeit da gestanden. Ja, so ist es richtig. Junge, Junge, Junge. Lesen, denken ist heute nicht mehr so meine Stärke, würde ich sagen. Hier, Edward hat den Bruder getötet? Gute Frage. Wir müssen solide Beweise finden, die beweisen, dass Edward in der Lage war, seinen eigenen Bruder zu töten. Das passt nicht. Das frage ich mich sowieso. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Wir brauchen erst noch mehr Beweise. Der Regenmantel wäre natürlich nicht schlecht, aber wo könnte der sein? Und warum muss ich hier was gucken? Das irritiert mich. Das sieht aus wie eine Sicherung hier oder sowas da, ne? Und ein Halter? Ich bin mir nicht sicher. Brieföffner kann ich hier nicht gebrauchen, ne? Abgeschlossen. Kann ich hier mit dem Brieföffner öffnen? Dann kann ich nicht. Schlüssel, Moment, hier. Ah, jetzt komme ich die Treppen. Okay. Wo komme ich hier hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. 027, wann habe ich lang gebraucht? Was ist das? Das sieht sehr merkwürdig aus und da oben war was. Okay, was haben wir hier? Dieser Skelettarm ist auch ohne eine fehlende Hand gruselig, ja, das kannst du laut sagen. Die Kiste hat ein komplexes Schloss, aber vielleicht könnte ich den Metallverschluss schmelzen. Jetzt können wir die Säure benutzen, siehst du. Macht Sinn. Ist so gefährlich, mit bloßen Händen zu berühren, den Brieföffner. Hier. Nicht? Den Griff? Handschuhe? Dann kann ich nicht. Ich habe jetzt keinen Handschuh dabei. Kann ich nicht anfassen. Das sind so ganz verquere Sachen hier. Alter, das ist gruselig hier. Guck mal, da guckt so ein Gesicht raus, da auch. Es ist so dunkel hier drin, ne? Da müssen Sicherungen rein. Ich könnte das Licht anmachen, wenn ich die Sicherung austausche. Wir brauchen aber erst die zweite Sicherung. Dieser Hund sieht nicht so gut aus. Er wirkt etwas benommen und träge. Da ist ein Schlüsselbund im Zwinger. Ich schätze, jemand dachte, dieses Schloss würde mich davon abhalten, ihn zu erreichen. Können wir das hier aufmachen? Nee, können wir nicht. Löwenherz. Der wurde benommen gemacht, damit man hier da dran kommt, oder was? Terrasse? Da drin schreit jemand. Vielleicht kann ich lauschen. Sieht so aus, als würden sich Edward und Grace streiten. I want out of here, right now. Honey, calm down. It's not safe to fly in this weather. The helicopter might crash. It's not safe here. I want to get off this island and never come back. As soon as the storm dies down, we'll leave, I promise. In the meantime, I'll prepare the helicopter. Don't go now. I don't want to be alone. Please, try to rest a bit. You'll feel better. I'll be back in no time. Wie es scheint, hatte Grace es eilig zu gehen. Vielleicht sollte ich sie damit konfrontieren. Was ist ein Vogelhaus ohne Vögel? Gute Frage. Da war er gerade. Ich habe es genau gesehen. Jetzt muss ich wieder warten. Das ist also so ein Nachbaranwesen hier. Okay. Was haben wir hier? Ich kann es nicht ohne Kette benutzen. Mann, hier gibt es noch so viel zu tun. Ich dachte, ich habe schon einen Großteil geschafft. Da ist noch ein Bolzenschneider. Ich frage mich, was hier hineinpasst. Da muss irgendwas reingeschraubt werden. Okay. Ich frage mich, was hier hineinpasst. Schlüssel, ne? Haben wir hier noch was? Was haben wir denn hier noch? Diese frische Erdhaufen deutet darauf hin, dass hier kürzlich etwas vergraben wurde.
Komm schon, hier, nimm die Handschuhe, mach das. Ah, okay. Darf ich nicht. Was? Dekoratives Ornament. Ohne Wasserhahn läuft kein Wasser. Natürlich. Was auch sonst. Es ist ja nass genug hier eigentlich. Okay, wir haben Handschuhe. Wir können das jetzt hier. Alles klar. Wir haben einen Spachtel bekommen. Ja, einen Meißel. Was bringt mir einen Meißel? Ich habe keine Ahnung. Die Skelette haben es auch ohne Fehlhand gruselig. Okay, das heißt, ich muss da wieder die Hand draufsetzen, wa? Oder wie jetzt? Nee, es gibt hier immer noch was zu tun. Ja, der Hund noch, ne? Bolzenschneider kann ich hier benutzen. Das mache ich dann aber, würde ich sagen, in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.